Hallo, in diesem Wissensvideo geht es um Heizkörper, genauer gesagt darum, wie viel Leistung so ein Heizkörper abgeben kann bei verschiedenen Vorlauftemperaturen und wie man das eigentlich ausrechnet. Dieses Video enthält Fachwissen für die technische Gebäudeausstattung. Es dient dazu, die Ausbildung und Qualifizierung von Fachpersonal zu fördern. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass fast alle Tätigkeiten an sanitär-, heizungs- und klimatechnischen Anlagen nur vom qualifizierten Fachpersonal durchzuführen sind. Unsere Wissensvideos dienen nicht als Do-it-yourself-Anleitung. Mein Name ist Marcel von Zons von SHK Info. Ich bin Installateur und Heizungsbauermeister und ich präsentiere heute das Wissensthema rund um Heizkörper und wie man deren Leistung jetzt genau berechnet. Schauen wir uns dazu als erstes mal hier diesen Heizkörper hier an. Das ist also ein sogenannter Flachheizkörper, ein Kompaktheizkörper mit einer Bauhöhe von 500 mm und einer Länge von 400 mm. Und es handelt sich dabei um einen Typ 11 Heizkörper. Und was diese Angaben genau bedeuten, das schauen wir uns jetzt erst einmal an. Hier sehen wir einen sogenannten Kompaktheizkörper. Es handelt sich um einen Typ 33. Die Zahlen dabei haben eine ganz klare Bedeutung. Die erste Ziffer steht für die drei Platten des Heizkörpers. Die zweite Ziffer beschreibt die Anzahl der Konvektionsbleche zwischen den Platten. Nach diesem Schema gibt es verschiedene Kombinationen von Platten und Konvektorbleche, die den Heizkörpertyp ergeben. Ja, sehr schön. Jetzt wisst ihr also Bescheid rund um den Heizkörper. Ich habe ihn hier auch noch einmal angeschrieben. Wir hatten ja gesagt, ein Typ 11, 500 mal 400. Und der Hersteller hat in seinen Unterlagen geschrieben, dieser Heizkörper hat bei Normtemperatur 323 Watt Wärmeleistung. Und Normtemperatur bedeutet 75 Grad im Vorlauf, 65 Grad im Rücklauf, also 10 Kelvin Temperaturspreizung. Und das bei einer Raumtemperatur von 20 Grad. Unter diesen Betriebsbedingungen hat dieser Heizkörper jetzt also diese 323 Watt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist, wenn wir die Vorlauftemperatur auf 55 Grad reduzieren, die Rücklauftemperatur bei weiteren 10 Kelvin Spreizung also auf 45 Grad reduzieren und sagen wir mal, wir möchten hier gerne eine Raumtemperatur von 21 Grad haben, dann verändern sich die Bedingungen. Und das muss man ausrechnen. Man kann zwar sagen, dass die Hersteller schon einige verschiedene Daten, zum Beispiel gerade für 55 Grad, auch in den Katalogen stehen haben, aber dann auch wieder nur auf 20 Grad bezogen. Das heißt, da müssen wir rechnen und das machen wir jetzt einfach mal. Wie sieht also diese Rechnung aus? Also wir wollen 55, 45, 21 rechnen als Betriebstemperatur. Das bedeutet, die Wärmeleistung des Heizkörpers Q-Betrieb ist gleich Wärmeleistung bei Normbedingungen, also Q-Norm, mal einen Faktor. Und was es mit diesem Faktor auf hat, das müssen wir uns jetzt anschauen. Den müssen wir nämlich selber berechnen, den Umrechnungsfaktor für diesen Heizkörper. Und das machen wir wie folgt. Der Faktor wird gerechnet, indem wir die gemittelte Übertemperatur des Heizkörpers bei unseren Betriebsbedingungen geteilt durch die gemittelte Übertemperatur bei Normbedingungen hoch n rechnen. N ist der Heizflächenexponent. Gehen wir das Ganze jetzt aber einmal Schritt für Schritt durch. Ich zeige euch das jetzt am Beispiel, wie wir diese gemittelte Übertemperatur rechnen. Das seht ihr nämlich hier. Die gemittelte Übertemperatur bei Betriebsbedingungen ist unsere Vorlauftemperatur plus Rücklauftemperatur geteilt durch 2 minus die Raumtemperatur. Ihr findet also hier unsere 55, 45, 21 wieder. Das sind ja die Betriebsbedingungen. Und dabei kommen wir dann auf 29. Können wir schon mal hier eintragen. Das heißt, Faktor ist gleich 29 geteilt durch und dann wieder unsere gemittelte Übertemperatur für die Normbedingungen. Die Normbedingungen waren ja 75, 65, 20. Und wenn wir das hier dann eintragen, können wir einfach mal machen. 75 plus 65 minus 20. Und das ergibt dann 50.
Und das tragen wir dann hier vorne auch ein, die 50. Und das Ganze müssen wir jetzt rechnen noch mit dem Heizflächenexponenten, n hier genannt. In diesem Fall rechnen wir mit 1,3. Aber jetzt einmal ganz kurz, was ist eigentlich dieser Heizflächenexponent? Ja, der ist eben dafür da, er beschreibt das Verhältnis der abgegebenen Leistung des Heizkörpers in Bezug auf die veränderten Temperaturen. Und das ist nun mal nicht immer gleichmäßig linear. Und dementsprechend haben wir hier einen Exponenten. Und verschiedene Heizflächen haben da verschiedene Exponenten. Wir rechnen jetzt hier mit 1,3. Man findet den Exponenten bei den Herstellerdaten des Heizkörpers, das heißt in den technischen Daten. Das kann auch durchaus bei diesem Heizkörper eine 1,27 zum Beispiel sein. Aber der Einfachheit halber rechnen wir jetzt mit 1,3 weiter. Wenn wir das hier ausrechnen, kommen wir auf ungefähr, jetzt muss ich kurz spicken, 0,49. Das ist also jetzt unser Umrechnungsfaktor, mit dem wir jetzt wieder weiterrechnen. Den können wir hier vorne eintragen. Faktor 0,49 heißt, Q-Punkt im Betrieb ist gleich Wärmeleistung bei Normbedingungen. Das waren ja hier unsere 323 Watt. Das heißt, 323 mal unseren Faktor 0,49 und dabei kommen wir dann auf 160 Watt, die unser Heizkörper jetzt an Leistung hat zu diesen Betriebsbedingungen. Ja, so rechnet man also Heizkörperleistung um. Ihr seht also, der Heizkörper hat gerade mal die Hälfte an Leistung bei diesen Betriebsbedingungen, wie wenn wir mit einer höheren Vorlauftemperatur fahren. Das muss natürlich berücksichtigt werden. Würden wir jetzt also die Heizfläche wieder vergrößern, hätten wir wieder mehr Leistung in dem Raum zur Verfügung. Das ist ja das zentrale Thema, was wir auch immer wieder bei Wärmepumpen haben. Und jetzt von mir noch ein Tipp für euch. Und zwar geht es um den Heizkörperrechner hier vom BWP, also vom Bundesverband Wärmepumpe. Das ist ein Online-Rechner, ein Online-Tool. Ich habe euch den Link unten in die Videobeschreibung reingestellt und schauen wir uns das mal an, wie das funktioniert. Wir können also hier einmal auswählen, welche Art von Heizkörper wir haben. Wir geben die Bauhöhe ein, nehmen wir mal hier unseren 500 mm Typ 11 und die Baulänge war ja 400. Die Vorlauftemperatur 75, Rücklauftemperatur 65, Innentemperatur 20. Das sind ja jetzt unsere Normbedingungen. Und da finden wir 323 Watt Leistung. Und jetzt können wir das ganz schnell mal verändern auf das, was wir ja eben auch gerechnet haben. Und finden heraus, aha, es sind dann 160. Da haben wir jetzt mal unsere Berechnung mal kontrolliert. Und das Tool funktioniert demnach auch und rechnet ja anscheinend auch mit einem Heizkörperexponenten von 1,3. Ja, das könnt ihr gerne mal nutzen. Hinterlasst uns gerne unten in den Kommentaren noch Fragen, wenn ihr dazu noch etwas wissen möchtet. Und wenn euch das gefallen hat, lasst uns ein Like da. Danke fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.